دس وافر سالم. ثم نسخت بآية أخرى جاءت بخمسة رضعات أو بخمسة. Also, und dann wurde das aufgehoben durch einen anderen, durch einen anderen Vers, der mit fünf Stillgänge. فإن كانت الأولى تخص سالم، فهل الآية الأخرى التي نسختها تخص سالم أيضا؟ Das heißt, wenn der erste Vers des Korans war speziell für Salem, würde dann nachher der Nasich von den Versen, was gekommen ist mit fünf, sind das auch für Salem gemeint gewesen? Also das war's erstmal. Also, dass dieser Hadith ist festgelegt, ohne Wenn und Aber. Also er sagt, dass Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah sieht das auch so. Es gibt kein Nasikh und kein Mansuch in dieser Hinsicht, also über dieses Stillen des Erwachsenen. السؤال اللي الأخت بتسأله أهو، إن البنت تبنوها، مش تبنوها يعني، خدوها من ملجأ وهي سنها سنتين. دلوقتي البنت يعني حاضت وكبرت، ويعني طبعا أظن 18 سنة ولا حاجة، وطلعت قصة وضاع الكبير والحدوتة، والبنت دي هتكون إيه يعني، محرمة ممنوعة من الرجل، يعني الرجل ما يقدرش إنه يخلو بيها ولا يقدر إنها تظهر قدامه ولا الكلام ده. Also, er erzählt hier, er sagt, so ein Hadith ist gedacht, um Probleme zu lösen. Wie zum Beispiel eine Familie hat ein Waisenkind als Mädchen aus dem Waisenkinderhaus hier adoptiert. Und das Mädchen ist älter geworden, also sie hat ihre Regel gekriegt und sie ist älter geworden. Aber was soll sie denn machen in dem Haus dieser Familie? Denn dieser Mann, also der Hausherr, sagen wir, ist für sie haram. Was soll sie denn machen, damit das gültig wird? Dann darf sie diesen Mann stillen. اللي هو هيحل لنا المشكلة دي. حالة زي الحالة اللي دي مثلا، واحدة أو واحد أخذ بنت أو ولد من ملجأ. Also gibt es zwei Lösungen dafür. Eine allgemeine Lösung von den Jamahir und eine spezielle Lösung von Aisha. Wie das Beispiel hier. Jemanden nimmt aus dem Waisenkinder jemanden auf und wächst bei ihm zu Hause auf. Der ist weder ein Sohn noch ein Verwandter oder eine Verwandte, also kein Mädchen, also also entweder Junge oder Mädchen, dann gibt es dafür eine Lösung, nämlich sagen wir dreijähriges Kind, haben sie ihn großgezogen. So, dann machen wir Folgendes, nutzen wir das aus, stillen des Erwachsenen in dieser Hinsicht. So, jetzt kommt Nasr al-Din al-Albani. Das ist Alim al-Hadith in seiner Zeit gewesen, der meistwissende unter den Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Was sagt er hier? Ibn Taymiyyah rahimahullah verlehab ila an hadhi fissa la dalila ila ikhtisasiha bi ashkhasiha. Er sagt, dass der Stillen des Erwachsenen ist es nicht speziell für Salem gemeint, sondern das ist allgemein für alle Muslimen, gültig. Er sagt, wenn irgendwas gilt für eine Person, dann gilt für alle Mitglieder der Gemeinde. Das heißt, jeder
In der islamischen Gemeinschaft ist erlaubt, an einen Fremden ihren Brust zu nuckeln. Es sei denn, das würde dann für vielleicht spezialisiert sein für jemanden, für eine einzelne Person. Und so, dass da keinen Beweis dafür gibt, dass das hier speziell für Salem gewesen ist, so dann ist sie Shamila, das heißt, ist zu verallgemeinern. Das heißt, jeder darf das machen. Er vertritt natürlich hier die Meinung von dem Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah. So dass diese Geschichte zu verallgemeinern ist. Aber hier kommt die Überraschung. Was meint er über das Stillen? Ist das aus einem Topf wie Dr. Abu Bakr oder aus einem Glas oder aus einer Flasche oder ist das direkt hier die Meinung von deinem Alim, lieber Abu Bakr? Hör dir das bitte genau zu und versuch mal das vielleicht besser zu übersetzen, weil du besser Arabisch kannst, sagst du. من أن يكون الرضاع مباشرة من شو سماه حلمة also. لمثيلاتها أنا أقول شخصيا Ich persönlich habe ich nichts dagegen, dass das Stillen des Erwachsenen direkt aus den Nippel gestillt wird. Direkt aus dem Nippel, also Brust, direkt aus dem Brust. لا مانع عندي من أن يكون الرضاع مباشرة من شو سماه حلمة لأن هذا لا يستلزم ما قد يخطر في بال الناس فتنة لأن الفتنة إنما يكون في إظهار الثدي العبد الممتلئ قد يكون هناك فتنة. Er sagt, das wird nicht hier irgendwie erregen, sowas. Es reicht denn, wenn sie nur ihre Brustwarze zeigt und das erregt nicht. Also es macht keine Erektion. Weiß ich nicht. Er sagt, wie alle Ehemänner wissen, das ganz genau, dass die Brustwarze überhaupt nicht erregt, weil sie dunkelschwarz ist. Khair inshallah. Was die gemacht hat, die sind auf Unehrlichkeit gebaut. Deshalb werde ich die mir auch nicht anschauen. Es geht jetzt weiter mit der Geschichte der Stillen der Erwachsenen. Und da möchte ich ihm, Moshe Hamza, fragen, ob er weiß, was Stillen der Erwachsenen bedeutet. Ja. Wir haben gesagt schon, dass stillende Frauen... Also hat sich schon ergeben, dass ich mehr Bescheid weiß als du, Herr Doktor. Ich habe eine Unterstützung von Sheikh al-Huwaini und Sheikh al-Albani. Sie sind auch der Meinung, dass ich das richtig verstanden habe und nicht wie du jetzt hier versuchst zu erklären. Stillende Erwachsenen bedeutet nicht immer, dass der Mann die Brust nimmt oder sowas, wie er erzählt, sondern dass auch die Milch in einem Topf erklärt wird und dann soll der Mann das trinken. Und gleich ein Topf, ne? Nicht ein Glas oder so kleines Teil, so ein Topf. Ich weiß nicht, was das für ein Brust ist. Und dann würde ich sagen, wenn Hamza wirklich gesucht hätte nach der Wahrheit, dann hätte er gefunden, dass bei uns schon andere Überlieferungen gibt, also nicht nur bei Aisha. Guck mal, mashallah, was für ein Argument er bringt. Er sagt, hätte Hamza vernünftig nach einer Antwort gesucht, dann hätte er die Antwort gefunden. Guck mal, was für eine Antwort. Ja, sondern von Tawafat ibn Sa'd, Tawafat ibn Sa'd al-Kubra, in Band 8, Seite 271, berichtet er von Zahri, nicht von Aisha. Also er sagt von Zahri, nicht von Aisha. Er weiß gar nicht, dass Zahri überhaupt gar keine Sahabe, sondern ein Tabi'i war. Also, und er, dass die Meinung von Zahri, dass Sahla ihre Milch in einen Topf entleert hat. Also das sind die Meinung von ihm, genauso wie Sheikh al-Huwaini das erklärt hat und nicht ein Hadith, den er von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört hat.